Hallo und herzlich willkommen bei den Papierverrückten. Ich bin's, die Christina, und ich weiß ja, ich habe euch angekündigt per Community-Nachricht, dass ich eine kleine Babypause mache, aber ich kann nicht die Finger davon lassen. Deshalb seht ihr jetzt heute einen kleinen Action-Haul und ich wünsche euch viel Spaß nach dem Intro. Bis gleich. Beginnen möchte ich mit Basic-Sachen, die jetzt nicht so wirklich was mit Basteln zu tun haben, aber irgendwie indirekt natürlich schon. Ich bin ja immer so auf der Suche nach einer perfekten Organisation und da habe ich mir jetzt hier so ein Körbchen hier mitgenommen, beziehungsweise drei Stück, um meine Schublade besser organisieren zu können. Und hier hat eins von diesen Rattankörben mit 20 x 15 x 6 cm 69 Cent gekostet. Also das ist wirklich nicht die Welt und ich kann hier vielleicht ein paar Sachen reintun und hier gezielt dann dieses Körbchen hier aus meiner Schublade rausnehmen, wenn ich irgendwie was brauche. Genau, das ist eigentlich ganz praktisch und es passt auf jeden Fall von der Höhe her in so eine IKEA-Schublade. Dann ist natürlich klar, wenn man viele Karten bastelt, braucht man natürlich auch Umschläge. Das sind jetzt hier C6 Umschläge, die haben hier auch hinten diese schöne Lasche. Es gibt ja auch welche mit den geraden Verschließlaschen, aber die hier finde ich viel, viel schöner und da sind 50 Stück drin. Das hat auch nicht die Welt gekostet, weil selber basteln kann und machen, wenn der Anlass gegeben ist. Aber ansonsten packe ich die hier in diese fertigen Briefumschläge. Da hat eine Packung 89 Cent gekostet, also auch spottgünstig, ne? So, dann geht es weiter mit diesen Dokumentenmappen. Ich packe es euch mal am besten einmal aus. Da habe ich mir auch gleich ein paar mitgenommen, weil die doch auch sehr günstig sind. Ich sage euch mal ganz kurz den Preis. Da hat eine Mappe 42 Cent gekostet. Muss ich nur noch aufkriegen. Irgendwo muss es doch aufgehen. Hier unten. So. Und diese Mappen eignen sich eben super gut für die Verstauung von Restpapieren und Reststreifen. Das ist jetzt A4-Format. Da sind jeweils zwei Stück drin in so einer Packung. Und ich möchte da hier diese Paperblöcke reintun. Die liegen bei mir nämlich gerade noch so rum. Und hier sind eben auch schon Papierschnipsel. Und dann habe ich ja hier in dieser Plastikhülle alle Cutouts, die ich schon mal rausgetrennt und ausgeschnitten habe, die ich einfach nur verwenden kann. Und das kann jetzt alles hier schön zusammen hier in diese Mappe rein. Und es geht eben nichts verloren. Das finde ich einfach perfekt. So. Und dann kann ich mir das immer rausholen, wenn ich da noch was brauche. Dann kommen wir jetzt zum Bastelmaterial. Ich glaube, das interessiert euch dann doch noch ein bisschen mehr. Also ich habe zuerst einmal hier diese kleinen Handstanzen hier mit rausgeholt. Die hat jetzt einen Durchmesser von, oder beide haben einen Durchmesser von 16 mm. Ihr kennt die, da gibt es jetzt unterschiedliche Ausstanzungen hier. Und ich habe jetzt, wie gesagt, wie ihr sehen könnt, die Eisenbahn und den Luftballon genommen. Das ist einfach praktisch auch für Kinderhände und es ist wirklich leicht zu drücken. Ich lasse jetzt einfach mal hier so eingepackt. Da hat eins von diesen Handstanzen 1,16 € gekostet. Also wirklich auch richtig günstig, wie in jedem Einkauf. Diesmal habe ich aber ein bisschen mehr mitgenommen und es ist ein bisschen eskaliert. Ich habe 5 oder 6 Packungen mitgenommen von dem Double-Sided Foam Tape. Ich liebe es einfach und ja, davon brauche ich so viel, dass ich da immer Nachschub brauche und das ist echt richtig genial. Das sind 4 Meter und echt,
echt super, kann ich euch echt empfehlen. Dann habe ich mir auch noch einen Papierblock mitgenommen, der heißt Happy, also den Happy Block. Da sind 24 Stück drin. Das sind, ist ein Block im 12x12-Inch Format. Ich blätter mit euch mal ganz kurz durch. Das sind eben so schöne lila-rosa-blautöne. Hier ist ein Regenbogen, das ist jetzt relativ retro. Da gefällt mir eher die Rückseite. Ich drehe es mal so um, damit ihr das besser sehen könnt. Also das hier gefällt mir immer, eine Seite gefällt mir immer am, Gott sei Dank. Das hier ist jetzt auch so eine Seite, die ich jetzt eher weniger verwenden kann. Aber ihr seht schon hier, das ist auf jeden Fall eher das Farbschema. Hier haben wir einmal schöne Streifen. Und hier einfach so Kringellinien, Blätter. Und hier so Sprüche, aber dann, die Seite brauche ich nicht. Dann hier auch nochmal dieses Regenbogenmotiv. Das ist viel schöner. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Pünktchen. Regenbogen. Blätter nochmal hier in einem anderen Farbton. Pünktchen und Pünktchen und Blätter. Oder sind das Orangen? Irgendwie sowas in der Art Früchte. Keine Ahnung. Regenbogen, hier so eine Wabenstruktur, das ist mir jetzt auch viel zu bunt und zu knallig. Also das werde ich wahrscheinlich nicht verwenden. Hier haben wir wieder dieses Design hier in einem anderen Farbton. Auch wieder Pünktchen, also das ist ein tolles Basic-Papier. Hier wieder diese tollen Linien. Das hier haben wir auch schon in einer anderen Farbe gesehen. Hier auch wieder so Teile zum Ausschneiden, wer möchte. Hier die Blätter in ein bisschen kleinerem Format. Und hier sind wir wieder bei Pünktchen angelangt, sodass wir hier jetzt quasi das Ganze wiederholt haben. Ja, den Block finde ich eigentlich echt schön. Und da kann ich auch wirklich alle Seiten theoretisch verwenden. Ich hoffe, ich verbastel den auch tatsächlich mal. Im Moment sammle ich mehr, als dass ich bastel. Aber ja, wer hat, der hat. Dann habe ich bin lange drum herum geschlichen, mir diese Stanze noch mitgenommen. Das ist einfach hier so eine schöne Blümchen-Rahmenstanze. Einmal mit dem Stitched Frame hier in quadratisch, dann einmal in rund und dann habt ihr noch hier so eine Blüte zwischendrin. Oh, jetzt habe ich nicht gesagt, wie viel. Der Block hat übrigens 2,16 Euro gekostet. Und diese Stanze hier hat 2,99 Euro gekostet. Kann man echt nichts sagen. Ich probiere die mal aus. Vielleicht basteln wir nachher noch im Anschluss eine Karte zusammen. So, dann machen wir mal weiter mit 3D Glitter and Pearl Drops. Das sind hier diese Fläschchen hier. Ich kann euch auch gerne mal dann nachher eine rausnehmen. Das sind jetzt die goldenen, dann habe ich hier noch weiß und silber ergattert, dann einmal rosa und das ist so ein Aquamarinton. Ich werde das Ganze mal kurz mit euch testen. Dazu nehme ich mir jetzt einfach, ich habe das ja zweimal mitgenommen, da ist schon die Flasche, also ihr müsst die einmal hier aufschrauben, dann könnt ihr sie hier öffnen. Dann ist da hier schon mal auf. Dann könnt ihr dann hier das Ganze dann raus drücken. So, das kommt einmal in den Mülleimer. Und dann nehme ich mir mal ein Reststückchen Papier. Hier so einen Streifen. Und dann gucken wir mal, ob die Flasche auch tatsächlich schöne Perlen macht. Einmal schütteln. Also ich glaube, große gelingen da besser als kleine. Ich glaube, wenn, dann sollte man nochmal, damit es auch wirklich eine Perle wird, das Ganze hier nochmal irgendwie hier so verschönern. Ihr seht, so ganz wirklich perlenartig ist es gar nicht. Ups, jetzt wollte ich es gerade verschütteln. Nochmal abklatschen, aber das macht nichts. Ich mache es nochmal. Ich
glaube, das braucht einfach ein bisschen Übung. Also das hat jetzt schon besser funktioniert. Stell scharf. So, also das hier hat schon viel, viel besser funktioniert, wie ihr sehen könnt. Und wenn man das einfach hier so ein bisschen abklatscht, verteilt sich das leider unschön. Gekostet hat eins dieser Glitzer 3D Perlenfarben 1,19 Euro. Da kann man echt nichts sagen. Also wenn es nichts ist und nicht funktioniert oder es mir dann doch nicht gefällt, dann kann ich es immer noch den Kindern weiterreichen. So, dann kommen wir zu den Chalk Ink Pads. Da habe ich auch ordentlich zugegriffen. Es gab 5 Packungen. 5 Packungen habe ich auch gekauft. Wir haben hier, also das ist keine Tinte, das ist eine deckende Tinte, ne? Also so wie Kreidefarben. Und ihr habt da 3 Stück drin und dann noch eine Metallic Stempelfarbe. Also das ist hier, die ersten 3 sind die Kreide Stempelfarbe und das die Metallic Stempelfarbe. Das habe ich einmal hier in diesen wunderschönen Grüntönen. Ja, ihr könnt es vielleicht hier so ein bisschen sehen. Es erinnert von der Form so ein bisschen an diese Versa Magic Stempelkissen. Davon habe ich auch 2 und dachte mir, ich probiere jetzt die mal aus, weil das ja auch so eine Chalk Ink ist. Ne? Preislich gesehen ist es aber definitiv ein Unterschied. Während so eins hier um die 4 Euro kostet, habe ich jetzt hier für diese 4 Stück in der Packung zusammen 1,14 Euro bezahlt. Ne? Also 4 Stück 1,14 Euro zu 3, 4 Euro, das ist schon ein Unterschied. Ich bin mal gespannt, ich teste das natürlich mal. Also die habe ich einmal in diesen grünen Farben, dann einmal in rosa Tönen, auch hier wieder 3 Chalk Inks und eine Metallic Ink. Dann in diesen Rottönen. Finde ich auch wahnsinnig schön. Vor allem die 2 hier finde ich echt toll. Ich halte es mal ein bisschen näher hin. Dann hier so einen bunten Pack mit Grau, Gelb und Gold. Auch sehr toll. Gerade für den Herbst kann ich mir das gut vorstellen. Das sind so herbstliche Farbkombinationen. Dann einmal Lila und Blau. Ja, ich versuche es mal so hinzuhalten. In meinen Augen unterscheiden sich jetzt die 2 nicht ganz so wahnsinnig, aber das muss man einfach mal dann aufgestempelt haben. Und dann noch hier diesen Sommerpack fast schon. Ja, das finde ich auch total schön. Hier lila, blau und so ein Mintton und dann noch so ein Metallic Gelb mit dabei. Momentan gibt es ja diese Bastel-Paperblock-Serie überhaupt nicht beim Action, was ich total schade finde, weil ich damit sehr, sehr gerne bastel. Es wird übrigens jetzt auch nochmal zu diesem sommerlichen Paperblock, warte, ich zeige euch nochmal den hier. Da wird es bald auch nochmal ein Video geben. Aber mit diesen bastel ich wahnsinnig gerne und die gibt es jetzt einfach nicht. Also habe ich mir jetzt mal als Alternative diese Embossed Sticker hier mitgenommen. Hier habe ich eben auch ganz viele Motive. Das sind 2 Bögen mit dabei. Ich zeige es euch nochmal mit dem süßen Bärchen. Und auch hier nochmal mit Girlanden und ganz vielen kleinen, also es, ja, so kleinen Details noch mit dabei. Da werde ich auf jeden Fall auch mal noch eine Kartenserie draus machen. Die finde ich total süß, gerade für Kindergeburtstage und so weiter. Finde ich die echt schön. Der Stickerbogen mit 100 Stickern hat 99 Cent gekostet. Kann man nichts sagen. Dann habe ich mir diesen Heat Active Pen gekauft. Da ist ein USB-Anschluss mit dabei. Das hat jetzt eine Spitze von 1,5 mm. Es sind noch 3
Folien mit dabei. Ich habe allerdings schon letzten Winter, glaube ich, habe ich mir schon welche gekauft von diesen Folien und habe sie aber anderweitig mit meinem Tacky When Dry Medium verwendet. Jetzt werde ich das Ganze mal mit dem Stift testen. Mal schauen, wie das so funktioniert. Der Stift hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gekostet. 3,99 €. Ist echt günstig. Und es sind noch 3 Rollen mit dabei. Das heißt, man kann gleich loslegen. Und weil ich jetzt mir vorgenommen habe, häufiger mit meinen Stencils zu arbeiten, habe ich mir jetzt dann tatsächlich noch das Magnetic Stenciling Tool von Love to Craft auch noch mitgenommen. Das ist ein A4. Ihr seht hier hinten dann, was drin ist, nämlich ein magnetisches Lineal, eine Platte und 4 Magnete. Das hat auch 3,99 € gekostet und da freue ich mich auf jeden Fall damit zu arbeiten. Es ist ein nice to have, ich gebe es zu, aber ja, ich bin mal gespannt. Ihr dürft mir auch gerne mal, wer es hat, auch eure Erfahrungen mit diesem Stenciling Tool schreiben. Da bin ich schon ganz gespannt, für was ihr das Ganze hier verwendet. So, dann starten wir mal mit der Karte. Ich habe ja gesagt, wir basteln noch zusammen. Ich habe jetzt hier eine Grundkarte von 24 x 12 cm und gefasst ist es bei 12 cm. Und einen weißen Aufleger mit den Maßen 11,5 x 11,5 cm. Jetzt nehme ich mir mein Stanzenset. Ich möchte nämlich so viel wie möglich von meinem Einkauf verwenden. Und nehme jetzt hier die Rahmenstanze. Die habe ich jetzt einmal aus Schmierpapier ausgestanzt und einmal auch noch aus einem schönen weißen Papier. Nehme mir jetzt mein Stenciling Tool und natürlich das, die Ausstanzung mit dem Schmierpapier. Nehme jetzt hier 2 von den rosa Farbtönen und einen Blending Pinsel. Den habe ich mir bei AliExpress bestellt und gehe jetzt einmal hier schön drüber, über den äußeren Rand. Wenn ihr jetzt übrigens Nebengeräusche hört, das ist das Baby. Das habe ich gerade hier nebenbei auf dem Schoß. Genau, das ist, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, die Farbe Nummer 63 und 62. Jetzt nehme ich mir hier die Farbe 62 und gehe nochmal so ein bisschen am Rand entlang und fülle mir dann die Mitte einmal komplett auf. Hier könnt ihr es ganz genau sehen und jetzt nehme ich mir meine Schablone einfach ab, gehe nochmal hier durch die Mitte, einmal durch und dann habe ich noch gedacht, ich probiere mir noch das Metallic Stempelkissen aus, das ist die Nummer 64 in diesem Fall, gehe dann nochmal drüber und das gibt so einen ganz leichten Schimmer, aber die Farbe ändert sich jetzt nicht groß, wie ihr sehen könnt. Ja, und dann ist eigentlich mein Aufleger schon fertig. Das geht eigentlich ganz schnell. Und jetzt lege ich den Rahmen drauf, aber nicht gleich, sondern ich drehe ihn mir so hin, dass die Ecken sozusagen eine andere Blume haben. Da fülle ich mir sozusagen den Hintergrund einmal auf. Und jetzt möchte ich natürlich noch diesen Rahmen noch ein bisschen verschönern. Da nehme ich jetzt mir diesen Ink, diesen Heat Active Pen. Und mache mir jetzt einmal ein Loch in die Folie, da wo meine Blume ist. Und dann mache ich mir da einfach noch so ein paar Striche in die Blütenmitte. Das mache ich bei allen Blüten einmal ringsherum. Aber macht euch erst da ein Loch rein, damit ihr wisst, wo ihr in der Blüte ansetzen müsst. Da könnt ihr das dann ganz gut erfüllen. Und dann wisst ihr ungefähr, wo dann auch ihr mit eurem Heat Active Pen dann entlang müsst. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich hoffe, man kann sehen, es glitzert jetzt schön silbern. Jetzt kann ich mir meinen Rahmen wieder hier einmal aufbringen und den befestige ich dann mit meinem Klebeband, mit meinem 1 mm Klebeband. Da schneide ich mir einfach einen Streifen weg und dann schneide ich mir das ganz hauchdünn zu. Ihr könnt es sehen. Streifen einfach hier außen rum, sodass der Rahmen so ein bisschen erhöht ist. Trägerfolie natürlich noch abziehen, das ist klar. Ich habe mir auch an den Blättern noch jeweils einen kleinen Streifen hingemacht und dann kann ich das Ganze auch schon aufbringen. Und so wirkt der Rahmen einfach ein bisschen voller. Jetzt nehme ich mir hier einfach so Silberfolie, das habe ich mir von den Schoko-Schaumküssen genommen. Da verwende ich einfach Papier, das es auch schon so gibt. Da habe ich mir das Wörtchen Glück ausgestanzt.
Das kommt jetzt schön in die Mitte und von Create a Smile habe ich mir hier dieses Stempelset Wunschkonzert genommen. Dann nehme ich mir einen kleinen Streifen Vellum, stempel mir da jetzt einmal mit meiner Archivtinte einmal das Wort Wunsch auf, schneide mir das Ganze einmal ab und dann lege ich mir das nochmal auf den Vellum-Streifen drauf, klebe mir das oben zusammen mit einem Tesastreifen oder mit einem Klebestreifen. Dann lege ich die Folie ein, die ich für meinen Heat Active Pen brauche. Und dann kann ich mir diesen Schriftzug einfach wunderbar einmal nachzeichnen. Das seht ihr jetzt hier. Natürlich könnte man das Ganze auch embossen, ganz klar. Aber ich wollte ja jetzt wirklich die Materialien nehmen, die ich eingekauft habe. Und wie ihr sehen könnt, hat das so, ja, eigentlich ganz gut funktioniert. Natürlich ist es handschriftlich immer so ein bisschen schwieriger. Ich schneide mir das jetzt noch zu einem Fähnchen zurecht. Und dann wird das Ganze einfach unter das Wörtchen Glück noch mit dazu geklemmt, sodass ich da nicht mehr wahnsinnig viel festkleben muss und das dann an dem Schriftzug haftet. Jetzt bringe ich mir mit den 3D Pearl Drops einmal die Blütenmitte noch auf. Das mache ich bei jeder Blüte, sodass ich da noch ein bisschen einen Akzent habe. Ich bin mit dem Ergebnis nicht ganz so zufrieden. Das ist relativ schwierig, das aus der Spitze dosiert herauszubekommen. Deshalb nehme ich mir jetzt hier noch so ein Werkzeug und versuche das Ganze noch ein bisschen zu retten. Da muss ich mir auf jeden Fall noch überlegen, was ich da alternativ machen kann, damit ich das gut auftragen kann. Aber das hat jetzt semi gut funktioniert. Und schon ist die Karte fertig. Schaut euch die mal an. So, das war mein kleiner, aber feiner Action Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich verabschiede mich und gehe wieder in meine Pause und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann eure Christina.